Wenn ich euch sage, dass das Gespräch mit den nächsten beiden Gästen, die sehr jung sind, unter dem Titel Drive to Survive steht, dann wisst ihr natürlich, dass es um Rennsport und Motorsport geht. Drive to Survive, ein Riesenerfolg auf Netflix und gerade auch in den USA, die Formel 1 eigentlich erst so richtig groß gemacht. Aber eigentlich wollen wir ja eigentlich doch weg von der Formel 1 und hin zur Formel E. Woran liegt das, dass die Formel 1 nach wie vor so boomt und der Formel E vielleicht noch die Zuschauer fehlen? Das klären wir mit unseren beiden nächsten Gästen. Sie ist die einzige ernstzunehmende deutsche Rennfahrerin, die jüngste sowieso und vielleicht die erste Frau in der Formel 1. Und er ist nicht nur Rennfahrer, er ist auch Kommentator, sowohl bei der Formel 1 als auch bei der Formel E. Beide wissen also, wovon sie sprechen. Herzlich willkommen, hier sind Sophia Flörsch und Felix von der Laden. Okay, die Bühne ist groß. Kai, hallo! Das ist meine Bühne, ne? Ja. Du, ja. Sophia, komm in unsere Mitte. In die goldene Mitte. Ja, du kannst dir das auch ein Stück ranrutschen, den Stuhl. Aber das machen wir. Nehmt ruhig Platz oder lehnt euch an, wie ihr wollt. Sophia, ich habe gerade gesagt, die einzige ernstzunehmende Rennfahrerin in Deutschland, das Label die jüngste und so weiter, erfolgreichste über alle möglichen Rennserien sowieso. Wie viele Rennfahrerinnen gibt es denn in Deutschland? Och, also wie viele kennst du? Wie viele kenne ich? Ein paar, aber ich glaube, ich kann die an einer Hand abzählen. Also das ist echt krass. Wir sind ein ganz kleiner Anteil an Frauen, sogar weltweit im Vergleich zu den Männern. Aber wir versuchen uns durchzusetzen und unsere Ziele zu erreichen. Ja, und auch das habe ich gerade formuliert, dieses Ziel. Das Ziel ist, die erste Frau in der Formel 1 zu werden. Korrekt. Ich hoffe, in 3 Jahren hier als Formel 1-Fahrerin sitzen zu können. Wow. Danke. Was braucht es denn, um dieses Ziel zu erreichen? Also neben dem Talent, das du unbestritten hast, kann gerade kleine Geschichte am Rande erzählen. Wir haben uns mal beim Autotest kennengelernt, getroffen. Da warst du gerade 16, hattest noch keinen Führerschein. Ja. Und wir sind dann in einem sehr, sehr schnellen Lamborghini da über die Strecke gefahren, wobei das Augenmerk darauf liegt, dass Sophia gefahren ist und ich saß daneben. Aha, ich muss du sagen, hast dich getraut. Mit großem Vertrauen. Ja, ja, ja? Danke. Ja? Aber konnte ich's? Du konntest es, absolut. Danke. Ja. Also, was braucht es, dass dieser Traum dann auch in Erfüllung geht? Naja, auf der einen Seite natürlich Talent, auf der anderen Seite muss man im Motorsport vor allem die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennen. Geld spielt eine sehr, sehr große Rolle, vor allem im Nachwuchsbereich. Ich bin selber schon Formel 4 gefahren, Formel 3, habe mich dann aber aus dem Formelsport verabschiedet, einfach weil ich das Budget nicht hatte, um ja, bei den Top-Teams zu fahren, um dann auch ja, zu gewinnen, wie in der Formel 1 auch ähnlich. Mhm. Felix, viele wissen natürlich, du bist ein sehr erfolgreicher YouTube-Creator und das schon über viele Jahre. Wie lange genau bist du jetzt dabei? 11 Jahre. Seit fast 11 Jahren mache ich YouTube-Videos. Mein ganzes Erwachsenenleben. Ich habe ja in der Schule angefangen. Ich kenne das Leben nicht anders. Ja, du hast deine ganze Jugend weggeschmissen, kann man sagen. Ja. Ne? Du hast für was? Um jetzt hier zu sitzen. Ja, das ist es. Das ist der Erfolg. Ja, das zeigt, dass es geklappt hat. Ich habe gerade meinen alten Schulkollegen getroffen, der selbst bei einer Marketingfirma ist. Den habe ich seit 9 Jahren nicht gesehen. Michael Olde, Grüße gehen raus. Ich hoffe, er sitzt jetzt hier. Da unten ist er. In der ersten Reihe. Natürlich. In der ersten Reihe. Hello. Und er hat mir noch gesagt, unsere Business-Englisch-Lehrerin, die hat uns noch gesagt, so, ihr werdet es nie schaffen. Weißt du, ihr seid Loser. Und jetzt sitzen wir beide hier und ich glaube, mit Business Englisch war eigentlich wichtig für uns, ne? Und du sitzt in der ersten Reihe, du kannst dich auch nicht beschweren, ne? Also insofern, ne, wollen wir nicht klagen, ne? Wir beide haben uns kennengelernt auf einer großen YouTube-Messe. Da habe ich gesagt, wenn ich noch mal so alt wäre, wie du damals warst, würde ich auch sowas machen. Ist doch saucool, du kannst um die ganze Welt reisen, andere bezahlen dir das. Ja, im Grunde genommen machst du genau das, wofür vielen anderen in dem Alter dann eigentlich das Geld fehlt. Aber welchen Bezug hast du zum Motorsport? Also woher kommt deine Autoleidenschaft? Also ich habe eigentlich schon mit 2 Jahren, gibt es Fotos von mir, wie ich auf dem Teppich sitze und Stau spiele. Also mit ganz, ganz vielen Autos hintereinander konnte ich stundenlang versinken. Mit 6, 7 Jahren konnte ich dir jedes Auto auf der Straße nennen, welche Marke, welches Modell das ist, egal ob aus Korea, Deutschland, USA. Und die Autoleidenschaft habe ich nie verloren. Und ich habe dann, als ich YouTube gemacht habe, immer die Videos gemacht,
die, mit Themen, die mich interessieren. Und das waren eben auch Autos. Und dann habe ich eine Serie gestartet von Null auf Rennfahrer. Weil was ist das Größte beim Autofahren? Motorsport, Rennfahren, mit den Autos ans Limit gehen. Also habe ich diese Serie gemacht, ein Jahr einfach mal angefangen, Rennfahrer zu sein, mit allem, was dazugehört. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach nicht aufgehört habe. Und jetzt auch im sechsten Jahr selbst Motorsport betreibe. 24 Stunden Rennen am Nürburgring, jetzt in 2 Wochen, da bin ich, ist eigentlich mein Saisonhighlight dieses Jahr. Und ja, ist auch einfach ein Kindheitstraum, der für mich wahr geworden ist. Aber auch du hast natürlich die Erfahrung mit der Finanzierung dieser Leidenschaft gemacht, ne? Also es braucht natürlich immer auch ein bisschen Geld. Bringst du das dann selber mit oder hast du die Sponsoren dann gleich mit dabei? Wie ist es bei dir gelaufen? Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, genau wie bei Sophia eben. Motorsport funktioniert nur über Budget, weil ne, wenn ein Auto fährt, sitzt ein ganzes Team drumherum, die nicht nur ein bisschen Reifen wechseln, sondern es überhaupt erst möglich machen. Ne? Da fahren ja Trucks an die Rennstrecke und all das kostet sehr viel Geld. Allein ein Satz Reifen, von dem du mehrere am Wochenende verfährst, sind direkt mal 2.000 Euro gerne. Und ich habe das Glück, über YouTube eben die Sponsoren gehabt zu haben, um das möglich zu machen, weil ansonsten könnte ich das natürlich nicht machen. Da bin ich sehr dankbar für. Jetzt lass uns mal über die Zukunft des Motorsports reden. Das heißt ja momentan ganz klar Formel 1 versus Formel E. Ne? Wir sehen natürlich die Formel 1 gerade aktuell wieder unglaublich erfolgreich, auch was die Zuschauerresonanz betrifft. Und die Formel E eigentlich eine spannende Rennserie, der es aber an Zuschauern und an dieser großen Akzeptanz fehlt. Woran liegt das? Boah, ich glaube einfach, ich meine, die Formel 1 ist halt einfach die Königsklasse, wo der Weltmeister noch gekürt wird. Jeder, egal ob jetzt die ältere Generation oder die jüngere Generation, kennt einfach die Formel 1. Auch die Rennfahrer dort sind einfach noch, sag ich mal, sehr viel bekannter. Lewis Hamilton kennt man, Nick de Vries, der jetzt letztes Jahr zum Beispiel Formel E-Weltmeister geworden ist, kennen wahrscheinlich weniger Leute. Und das ist, glaube ich, einfach mal das erste Thema. Die Formel E macht sich, die gibt es ja, sag ich mal, auch erst seit 8 Jahren. Es sind extrem viele Hersteller drinnen und das Fahrerniveau dort ist meiner Meinung nach sogar höher als in der Formel 1, weil es eben, sag ich mal, keine reinen Pay-Driver gibt wie in der Formel 1. Ja, ich glaube, da ist das gerade ein Wandel im gesamten Motorsport und die Formel E wird, denke ich mal, auch noch interessanter werden die nächsten Jahre. Ja. Jetzt wird ja aber in so vielen Bereichen des Lebens über Nachhaltigkeit gesprochen und wo man was tun muss und wo man an die Umwelt denken muss. Im Zusammenhang mit der Formel 1 kommt das Thema irgendwie nicht so groß aufs Tablett. Ist das einfach akzeptiert oder wird es totgeschwiegen? Bei der Formel 1 meinst du, ist Nachhaltigkeit nicht so ein Thema? Mhm. Weil sie sind schon auch auf dem Weg. Also sie wollen bis mit der neuen Motorengeneration ist es Hälfte elektrisch, Hälfte Verbrenner ab 2026. Das sind die effizientesten Verbrennermotoren der Welt jetzt schon. Also die Formel 1 geht da auch sehr in die Richtung. Wir nutzen halt nachhaltige E-Fuels in Zukunft und sind da eben auch Versuchsträger. Weil ob es im Straßenverkehr mit E-Fuels ist, man ja noch weit davon entfernt, das wirklich massentauglich zu machen. In der Formel 1, in diesem kleinen Bereich, können sie es halt einfach mal machen. Also ich glaube auch, also der Motorsport im Generellen, auch die Formel 1, die kümmert sich darum, weil der Motorsport wird untergehen, wenn man nicht auch mit in die Zukunft denkt. Und dazu gehört eben auch die Klimaverträglichkeit. Wie wichtig ist die technische Entwicklung über die Rennserien für das, was wir später in Serie in den Autos dann erleben? Also ich glaube, das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, im Grunde alles, was wir jetzt im Straßenauto haben, egal ob es ABS ist, Traktionskontrolle nur ein bisschen abgewandelt, das wird alles mal im Motorsport entwickelt und auf der Rennstrecke entwickelt, weil nur dort bewegst du ein Auto am Limit. Und genauso ist das jetzt, was Elektro- oder Hybridisierung etc. angeht. Das wird auch bei uns im Sport entwickelt und geht dann irgendwann ins Straßenauto über. Und ich meine, jeder Hersteller, ich glaube, das größte Thema, das es gerade gibt, ist Umweltschutz und aufs Klima zu achten. Und jeder Hersteller setzt sich da natürlich auch extrem mit auseinander. Du hast jetzt so den direkten Vergleich, weil du aktuell ja für ProSieben Max von der Formel E berichtest und für Sky von der Formel 1. Also du hast wirklich so von einem Wochenende auf ein anderes, ne, hast du den direkten Vergleich. Was würdest du sagen? Was muss die Formel E noch tun? Vielleicht ist es ja auch Vermarktung. Was müssen sie ändern noch, um noch mehr Akzeptanz zu finden? Ja, der Sport in der Formel E muss einfach noch interessanter für die Leute werden. Also man guckt, ich glaube, die Formel E hat ein bisschen zu sehr den Fokus auf der Nachhaltigkeit und diese Nachhaltigkeit taugt weniger gut für Vermarktung, für eine breite Zuschauerschaft, weil man möchte sich nicht am Samstag oder Sonntagnachmittag hinsetzen
und einer Nachhaltigkeitsshow zu gucken, sondern man möchte geilen Motorsport sehen, man möchte geile Action sehen. Davon gibt es auch schon viel in der Formel E, es wird viel mehr gefightet, es gibt viel mehr Überholmanöver. Gerade auch in Monaco, wo die Formel 1 ja traditionell fährt, passiert meistens gar nichts im Rennen, die fahren nur hinterher. Formel E fährt die auf der exakt gleichen Strecke und überholen sich die ganze Zeit. Okay. Also Potenzial ist auch in der Formel E definitiv da, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, der Stellenwert, der ist noch nicht in der breiten Bevölkerung da. Braucht es vielleicht einen Formel-1-Fahrer, der auf Formel E umschult? Wäre das möglich überhaupt vom fahrerischen Vermögen? Könnte man einfach umsteigen? Ja, einfach. Also ich meine, es ist unterm Strich auch ein Formel-Auto. Es hat halt, es ist ein bisschen anders zu fahren. In der Formel E ist halt vor allem der Energiehaushalt extrem wichtig, darauf zu achten, dass du eben das ganze Rennen auch durchhältst, sag ich mal, und die Batterie nicht davor leer ist, was ja auch schon öfters passiert ist, ist auf jeden Fall denkbar, ja, im Moment ist es eher so, dass du als Formel-E-Fahrer vielleicht dann in die Formel 1 kommst, Nick de Vries ist da auch wieder ein Beispiel, der jetzt vielleicht für nächstes Jahr ein Formel 1-Cockpit hat, aber ich denke mal, dass die Formel E auf einem sehr, sehr guten Weg ist und sich da auch bestimmt noch sehr viel ändern wird, aber ob sie jemals die Formel 1 ersetzen wird oder auf das gleiche Niveau, sage ich mal, kommt wie die Formel 1, ist einfach eine andere Frage, weil die Formel 1 halt einfach ja, schon seit sehr, sehr vielen Jahren mehr existiert. Welches? Es gibt ja auch mehrere Formel-1-Fahrer, die jetzt in der Formel E fahren. Also bestes Beispiel Antonio Giovinazzi, der ist davor in der Formel 1 noch im Mittelfeld gefahren. Der fährt komplett hinterher in der Formel E. Also gerade in Berlin ist wirklich das ganze Feld geht durch. Dann 10 Sekunden später kommt dann noch Giovinazzi hinterher. Und das geht leider das ganze Jahr schon über. Das ist leider ein sehr negativ Beispiel, aber spricht auf der anderen Seite für das Niveau der Fahrer in der Formel E. Also da sind... wie Sophia gerade eben schon gesagt hat, das sind keine Pay-Driver in der Formel E, anders als in der Formel 1. Also da fährt kein Mazepin in der Formel E, sondern es sind alles festangestellte Fahrer. Mhm. Die Hersteller sind engagiert. Also das Ganze ist auf absolutem Weltmeisterschaftsniveau, aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie nicht. Und woran das liegt, finde ich die spannende Frage. Ist es der fehlende Sound? Ist es vielleicht der fehlende Spa? Mhm. Sie bekommen für nächstes Jahr ein neues Auto mit deutlich mehr Leistung. Das dürfte auch nochmal die Action steigern. Und dann denke ich, dass schon da sehr großes Potenzial ist, weil auch die Strecken halt, man fährt nicht irgendwo in der Pampa, sondern in den Stadtzentren, ja, in den direkt Städten, drin. Ja. Was Vor- und Nachteile hat. Ja. Für die Strecken ist es manchmal nicht das Beste, da hast du recht. Ja. Deine persönlichen Erfahrungen, E-Auto versus Verbrenner, du hast ja nun sehr, sehr viele verschiedene Modelle gefahren. Ne? Inwieweit würdest du sagen, wo ist E wirklich so weit entwickelt, dass du sagst, es macht wirklich Sinn? Also Spaß macht es, das ist ja völlig unbestritten. Aber wo macht es wirklich Sinn und wo fehlt es noch, um wirklich auch den letzten Verbrennerfahrer noch zu überzeugen? Also ich glaube, das geht immer noch um das Thema Reichweite. Also so toll die Reichweite auch ist, ist es immer noch, wenn man von Hamburg nach München fährt, musst du halt mehrfach laden. Du musst überhaupt darüber nachdenken zu laden. Du musst darüber nachdenken, kannst du im Hotel, wo du schläfst, laden. Das sind Themen, die sich aber entwickeln. Und das wird jedes Jahr besser, das sehe ich ja selbst auch. Ansonsten rein von den Fahrleistungen her ist man eigentlich mit den meisten E-Autos besser. Und bin gerade am Wochenende erst mit dem Porsche Taycan Safety Car über die Formel-E-Strecke gefahren und habe da ein paar Gäste als Taxifahrt mitgenommen. Also es ist Wahnsinn, diese Leistungsentfaltung, die hat man nicht in einem Verbrenner. Die ist so direkt, so stark über alle 4 Räder und da muss man mit den E-Autos, glaube ich, nichts, da machen die im Verbrenner alles vor, da kommt der Verbrenner nicht hinterher. Aber Reichweite, weißt du, ich fahre auch gerne auf der Autobahn mal schneller. Und wenn ich mit 200 auf der Autobahn fahre, dann ist selbst die besten Akkus sind dann nach 200 Kilometern leer und dann muss ich wieder nachladen. Das macht mir noch keinen Spaß. Deswegen, ich muss, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, bis mein Alltagsauto richtig Elektro sein kann. Okay. Du bist momentan ja auch in der Entwicklung, also demnächst dann irgendwann mal voll elektrischen DTM-Fahrzeuge. Bist mit Schaeffler da zusammen. Was erwartet uns denn da? Also was hast du heute schon getestet, was vielleicht dann erst in 1 oder 2 Jahren auf die Rennstrecke kommt? Ja, also ich bin letztes Jahr DTM gefahren und habe das Glück, Schaeffler als Partner zu haben, die ja auch Seriensponsor von der DTM selber sind. Und die DTM und Schaeffler zusammen haben sich auch als Ziel gesetzt, ich sag mal so, in den nächsten 2 Jahren eine rein elektrische DTM auf die Beine zu stellen. Und Schaeffler selber baut da den Antrieb. Und ich habe da vor 1,5 Jahren mal den allerersten Prototypen testen dürfen. Und dieses Auto hat 1200 Elektro-PS. Und das war im Hockenheimring beim Finale von der DTM. Und das war echt krass. Also wenn du hinten aus der Spitzkehre rausfährst und halt, keine Ahnung, mit 40 km rauskommst und auf den Stempel drückst und das Ding halt einfach durchbeschleunigt, du wirst halt wirklich in den Sitz gepresst. Ich wollte gerade fragen, ist der menschliche Körper dafür gemacht, eine solche Beschleunigung auszuhalten? Also meiner definitiv. Ja? Nee. Also das war
das hat mir einfach Gänsehaut auf den ganzen Körper gegeben, weil das sind Emotionen und das ist einfach geil. Und ich glaube, wenn das Auto so kommt, wie sie es planen, dann wird es schneller als jedes DTM-Auto, das davor existiert hat. Und die waren auch extrem schnell, hatten auch extrem viel Aerodynamik. Und ich glaube, da können wir auf sehr, sehr vieles hoffen. Und ich sage immer so, klar fehlt einem Fan der Sound. Auch mir fehlt der Sound. Ich bin auch mit Geräuschen aufgewachsen, mit dem Benzingeruch. Das ist ja vor allem, wie man sozialisiert ist, ne? Genau, aber ich glaube, wenn es geiles Racing gibt, ja, leider Unfälle passieren, man sich in die Kiste fährt, sag ich mal so, Zweikämpfe gibt, dann kommen auch wieder Fans und dann finden auch Fans die Rennserie geil. Und ich bin da echt gespannt, was da in den nächsten paar Jahren auf uns zukommt. Mhm. Ist ja vielleicht auch ganz interessant, nochmal so auf die unterschiedliche Wahrnehmung dieses Themas in Deutschland und in anderen Ländern auf der Welt zu schauen. Du hast ja nun einige Rennen jetzt auch im Ausland erlebt. Welche Rolle spielt Elektromobilität zum Beispiel in den USA? Du warst jetzt gerade in Miami. Sieht man dort sehr viele Elektroautos? Das ist ein großes Thema. Ich glaube, ich habe noch in keiner Stadt mehr Elektroautos gesehen als in Miami. Also da war alles voll mit Elektroautos. Und gerade auch die Performance-Autos der deutschen Hersteller waren da sehr stark vertreten. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, gerade mit der Akkutechnologie, das ist eigentlich das Einzige, was gerade noch ein bisschen die Autos zurückhält auf der Langstrecke. Kurzstrecke interessiert es ja sowieso nicht. Das wird jedes Jahr besser und mehr. Und in 5 Jahren werden wir uns darüber auch nicht mehr unterhalten müssen. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass es ein reiner zeitlicher Prozess ist, bis die Autos da besser werden. Was du gerade gesagt hast, Sophia, ist, glaube ich, wirklich, das ist der Kernpunkt im Motorsport. Es ist egal am Ende, ob da ein Verbrenner ist, der einen geilen Sound hat, oder ein Elektroauto, der einen anderen Sound hat, aber dafür auch viel mehr Power hat. Entscheidend, ob die Zuschauer das am Ende sehen, ist, ob die Action gut ist. Ja, ob im Motorsport richtig gegeneinander gefahren wird. Und ich denke auch ein wichtiger Punkt, dass man die Charaktere dahinter gut kennenlernt. Da hat Drive to Survive, die Netflix-Serie, extrem viel dazu beigetragen. Gerade auch in den USA, wo der Sport viele Jahre im Nirgendwo verlaufen ist, dass es jetzt auf einmal die Fahrer kennt jeder. Mhm. Ich habe mit Paul Rübke gesprochen in Miami beim Grand Prix und der meinte, er war mal mit Valtteri Bottas, mit dem Fahrer unterwegs. Und er hat gesagt, der wird immer angesprochen, Bottas. Und die Leute haben ihm gesagt, you're so nice on the show. Die haben ihn nicht gesehen als Formel 1-Fahrer, als Schauspieler wäre in dieser Formel 1-Serie da. Aber das ist eben ganz wichtig, glaube ich, auch wenn es ums Thema Vermarkten geht. Es geht immer um Personen, es geht immer um Menschen, auch im Motorsport. Da müssen die menschliche Komponente muss verbunden sein. Weil wenn man als Zuschauer guckt auf ein Rennen und da ist ein Auto, was möglicherweise wie in der DTM geschlossenes Dach hat oder auch ein offenes Formelauto, der Fahrer hat einen Helm auf, du erkennst nicht den Menschen, nicht die Person. Deswegen musst du wissen, wer da drin sitzt, damit du verknüpft bist mit der Geschichte, mit dem Charakter von der Person und damit du auch jemanden anfeuern kannst, damit du Fan von jemandem sein kannst. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe auch in der Formel E, diesen menschlichen Faktor mehr herauszustellen. Und das ist auch das, was ich, wenn ich fürs Fernsehen zum Beispiel arbeite, versuche, das besser herauszuarbeiten und die Leute, die Fans Menschen näher ranzubringen. Greifbar zu machen. Ne? Und die Selbstvermarktung, also die eigene Person als Marke wahrzunehmen, ist ja auch für dich ein großes Thema. Also auch auf deinen Social-Media-Kanälen geht es ja genau darum, die Leute ein bisschen mitzunehmen. Ne? Also ja. Gibt es da eine Strategie? Ist das mehr alles aus dem Bauch heraus, was du da machst? Oder wie gehst du das an? Ja, also ich glaube, heutzutage ist Selbstvermarktung super wichtig. Und ja, wie du gerade selber gesagt hast, also ich meine, das Thema ist, ich glaube, Fans versuchen ja immer irgendwie so ein Vorbild zu sehen oder die finden ja dich als Person cool und wollen auch die Emotionen sehen und wenn es auch mal ein Scheißtag ist, Entschuldigung, genau das ist ja das, was man sehen will und das hat Drive to Survive super rübergebracht, weil es da eben ja super Momente gegeben hat, wenn jemand gefeiert wurde, aber halt genauso, wenn jemand irgendwie einen Unfall gebaut hat und Günther Steiner wieder, keine Ahnung, 100-mal geflucht hat, aber genau das will man ja als Fan sehen und auf Social Media versuche ich halt auch einfach, die Leute so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen, zu zeigen, wie es halt im LKW aussieht, wo wir Mittag essen, wie die Ingenieursmeeting ablaufen. Weil genau da kommen Fernsehkameras nicht hin. Und ich sage immer so, 70 Runden zuzuschauen, wie Autos im Kreis fahren, blöd gesagt, aber ist so, ist nicht für jeden interessant, sondern es geht eigentlich viel mehr um die menschliche Komponente und wie viele Leute da dahinter stecken, wie wir am Rennwochenende leben, sage ich mal. Das versuche ich einfach auf Social Media auch so ein bisschen zu zeigen. Naja, und natürlich ganz krass gesagt, wie sehr ihr doch immer auch am Limit fahrt. Ne? Ich meine, du hast ja selber die Erfahrung gemacht mit einem wirklich wahnsinnigen Unfall in Macau. Ne? Und auch das ist ja im Grunde genommen nochmal besonders gewesen, weil du darüber natürlich eine noch größere Bekanntheit plötzlich bekommen hast, ja? Was ja im Grunde verrückt ist. Ne? Also man merkt dann sofort, es passiert was so Unwegbares, ne? Und sofort auf einmal, bam, gucken alle Leute, wer ist das eigentlich, wer fährt da eigentlich? Ja, also ich meine, Unfälle gibt es heutzutage zum Glück weniger, beziehungsweise da, wo dann auch, sag ich mal,
du als Mensch einfach verletzt bist, passiert zum Glück heutzutage weniger im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Also da hat der Motorsport schon sehr viel getan und sehr viel verbessert, aber trotzdem, klar, ab und zu hast du dann vielleicht doch ein bisschen mehr Pech. Ja. Felix, deine Ziele als Rennfahrer, was hast du noch vor? Also jetzt bin ich gespannt. 24 Stunden von Le Mans, also bin ich sehr neidisch, dass du da fährst. Das ist auf jeden Fall, wäre noch mal ein großes Highlight oder auch ein Daytona, die 24 Stunden. Aber ganz ehrlich, ich bin schon mehr als glücklich mit dem, was ich bis jetzt machen durfte als Rennfahrer. Also das ist für mich immer noch wie ein Kindheitstraum. Jedes Mal, wenn es losgeht, wenn ein fliegender Start bei uns auf Nürburgring und dann sind da über 100 Autos dann neben dir. Und dass ich da selbst wirklich gerade am Steuer sitze, ist es kein Computerspiel, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, ist gerade echt. Also muss ich mich manchmal selbst kneifen, dass das gerade wirklich da ist. Und das genieße ich sehr. Und auch, dass ich das mit meinen Zuschauern so teilen kann und die das so annehmen, weil das wusste ich vorher nicht. Ich habe ja ganz anderen Content eigentlich auf YouTube gemacht, bis ich 2017 mit Motorsport angefangen habe. Viel mit Reisen und auch viel Gaming. Und dass sie jetzt aber so mitfiebern, da habe ich halt auch eine neue Generation an Zuschauern für den Motorsport, wo ich die Begeisterung für den Motorsport bei diesen Leuten erst geweckt habe. Und darauf bin ich eigentlich besonders stolz, wenn mich dann Leute auch treffen und sagen, ey, wegen dir bin ich zum Motorsport gekommen. Jetzt auch, ich war gerade in Berlin bei der Formel E. So viele Leute haben mich da im Fahrerlager angesprochen und bei der und insbesondere natürlich bei den Zuschauerrängen und haben mir gesagt, ich habe wegen dir bin ich jetzt überhaupt zum Motorsport gekommen und ich finde es so cool jetzt und ich schaue es mir jetzt so gerne an und da bin ich sehr stolz drauf. Ich bin ganz froh, dass es auch noch YouTuber gibt, die Autorennen fahren und nicht alle jetzt in den Boxring steigen. Ne? Da wirst du mich nicht sehen. Nee, es wird auch mit der Gewichtsklasse schwierig, glaube ich. Ja, vielleicht du. Wir beide als in einer Gegner, Gewichtsklasse. Ja, 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 genau. Ja. Ich halte mich da raus. Auf jeden Fall. Also, war total spannend, mit euch darüber zu reden. Danke. Herzlichen Dank dafür. Viel Erfolg. Ich sage es gerne nochmal dazu. Bitte schaut auch auf die Social-Media-Kanäle von Sophia Flörsch, von Felix von der Laden. Na, also sehr interessanter Content und sehr spannende Sachen, die ihr da macht. Danke, dass ihr heute hier dabei seid. Ja? Dankeschön. Alles Gute für die Zukunft. Sophia Flörsch und Felix von der Laden. Ne? Dankeschön. Danke.